Hallo, ihr Lieben. Ja, ich bin jetzt hier beim Spazieren und habe gedacht, es ist doch mal eine tolle Gelegenheit, hier meinen neuen Gimbal auszuprobieren. Ob das so klappt, euch gleichzeitig mitzunehmen in diese wunderschöne Natur des Engadins. Und während ich hier laufe, euch das zeige, euch zu erzählen, was es mit Divine Design auf sich hat. Divine Design, ich spreche die ganze Zeit davon, während gleichzeitig alle von Human Design sprechen und super happy sind, dass sie endlich ihren Human Design Abdruck gefunden haben, dass sie endlich gefunden haben, warum sie so sind, wie sie sind und dass sie eine Erklärung dazu haben und jetzt sich endlich besser verstehen können. Und so weiter und so fort. Und ich spreche von Divine Design. Das ist einfach ein Level höher, das höchste Level. Das ist das Level, was wir wirklich sind, wenn wir geboren werden. Wenn wir ganz, ganz unbefleckt, ohne irgendeine Geschichte, ohne eine Story, eigentlich auf diese Welt kommen. Und ja, beflecken. Oder eine Story geben, tun uns dann unsere Eltern, tut uns dann unser Background, tut uns dann hier die Erde, tut uns dann das Human Design und unsere Gesellschaft. Unsere Gesellschaft entscheidet ganz früh darüber, wer wir sind, weil wir aus dieser Familie kommen, wer wir sind, weil wir so eine Mutter, so einen Vater haben, wer wir sind, weil wir so eine Ausbildung haben, wer wir sind, wo wir wohnen. Und schon haben wir unser Human Design. Und das ist eigentlich unabhängig davon, von all diesen Berechnungen in diesen Human Design Charts. Die machen immer irgendwie Sinn. Letztendlich kommt ja auch darauf an, dass man sagt, ja, ich bin ja nichts Reines, ich bin immer eine Mischform. Es wird dann immer wieder so, ja, es gibt ja Ausnahmen oder es gibt Mischungen. Aber die Wahrheit ist es, du bist das, was du bist. Und die zweite Wahrheit ist, du bist der oder die, von dem du entscheidest, dass du bist. Das weißt du natürlich nicht als Kind. Und das ist ja auch das Spiel, das ist ja auch das Spiel des Lebens, dass du das herausfinden darfst, dass du herausfinden darfst, dass du Divine Design bist. Dass du dich in keinster Weise durch irgendetwas im Außen, was mal war, durch irgendeine Geschichte, durch irgendein Erlebnis, auch durch irgendein Trauma, durch irgendetwas definieren musst. Divine Design heißt, du wählst jeden Moment neu. Und zwar aus deiner allerhöchsten Perfektion, aus deiner Fehlerfreiheit. Bedingungslos. Bedingungslos heißt eben, es gibt keine Bedingung dafür, wie du wählen darfst. Du darfst frei wählen aus deiner höchsten Idee, aus deiner höchsten Ansicht. Und unsere höchste Idee und unsere höchste Ansicht ist immer Liebe, Freude, Freiheit, Glück, Glückseligkeit. Und das ist eigentlich das, was wir alle wollen. Das ist auch der Grund, warum wir immer so leiden in unserem Leben, weil wir das nicht sehen im Außen, weil wir diese Glückseligkeit und die Freude und die Leichtigkeit und die Unbeschwertheit im Außen überhaupt nicht sehen. Aber wir wünschen sie uns, weil es unsere Wahrheit ist. Wir wünschen es uns, weil sich unser Divine Design genauso anfühlt. Die Version von uns, die eben nicht von Menschen gemacht ist, sondern die von höchster Stelle gemacht ist, die von höchster Ansicht gemacht ist, die von Gott gemacht ist. Ja, und das ist eben dieser Grund, wenn wir das nicht lernen, wenn wir das nicht wissen, das ist der Grund, warum wir so leiden. Warum wir so wahnsinnig leiden? Weil wir glauben, wir sind nicht gut genug. Weil wir glauben, irgendwas ist an uns falsch. Weil wir glauben, die Welt ist gegen uns. Weil wir glauben, wir passen nicht da rein. Weil wir glauben, wir müssen uns widersetzen. Weil wir glauben, wir müssen in den Widerstand gehen und gegen das Außen kämpfen. Und es ist so wunderbar, wenn du mal erkennst, wie das Leben durch dich hindurch entsteht, wie alles nur aus deiner Ansicht und aus deiner Überzeugung heraus entsteht und dass du diese Ansichten und Überzeugungen
die du unbewusst genommen hast und übernommen hast und jetzt weiter verfolgst, dass du die jederzeit ändern darfst. Du darfst es ändern, du darfst es loslassen, du darfst wählen, wer du bist, du darfst sein, wer du bist. Und das ist eben die Divine Design Reise, die jeder Mensch, für die jeder Mensch hier auf Erden angekommen ist, um zu erkennen, dass er absolut frei und unabhängig ist. In Wahrheit schon immer gewesen. Und dass diese Freiheit und diese Unabhängigkeit im Innen da ist. Wenn ich sie im Innen kreiere, werde ich sie im Außen sehen. Dann werde ich sehen, wie ich alles durch meine Ansichten und Überzeugungen wahrnehme und zu meiner Wahrheit mache. Und das unbewusst, das absolut 100% unbewusst. Und wenn ich dem bewusst werde, so wie ich das jetzt mit dir mache und wie ich mir selber bewusst geworden bin, dass es tatsächlich 100% so funktioniert, auf Basis auch der Lehren von Neville Goddard und so weiter und so fort, funktioniert es nun mal so. Und diese Freiheit, die du möchtest, diese Selbstbestimmtheit, die du möchtest, die kannst du dir jederzeit nehmen. Und zwar nicht mit Gewalt, sondern einfach, indem du diesen Bewusstseinsraum, in dem du frei bist, wieder betrittst. Indem du dir klar machst, dass da draußen alles nur das ist, was du glaubst, dass es ist. Und diese Befreiung, dieser Befreiungsschlag, wenn du den mal gemacht hast, wenn du den für dich gemacht hast und erkennst, dass du weder ausgeliefert bist, dass es da draußen überhaupt nichts gibt, was du vom Außen brauchst, um jemand zu sein oder etwas zu haben, sondern dass diese Kreation einzig und allein in deinem Inneren anfängt, in deiner inneren Welt. Und diese innere Welt, da hast du einen Blueprint. Deine innere Welt wird imprinted vom Human Design, von dem, was Menschen glauben, von dem, was die Gesellschaft glaubt, von dem, was dein Umfeld glaubt. Warum gibt es denn so viele kulturelle Unterschiede? Warum gibt es unterschiedliche Kulturen? Warum ist es so? Ja, weil es halt immer wieder dort weitergegeben wird und weitergegeben wird. Warum machen Menschen so viel Blödsinn? Und weil es weitergegeben wird, weil es als normal verkauft wird. Warum tun sich Menschen weh? Warum lassen sich Menschen wehtun? Weil es in der Kultur, in dem Kreis, in der Clique, was auch immer, als normal angesehen wird. Und man muss so sein und man muss so tun, man muss sich so verhalten, damit man dazugehört. Das ist ja eins der allerschlimmsten Dinge, die wir übergestülpt bekommen, die wir tatsächlich glauben, dass wir zum Überleben irgendwo in eine Gruppe dazugehören müssen und uns anpassen müssen und uns einpassen müssen, damit wir endlich gut genug sind. Und dann sind wir in dieser Gruppe und passen ein und machen alles. Und mit Gruppe meine ich übrigens auch unsere Gesellschaft, ja. Unser gesellschaftliches Leben, das Leben in der Arbeitswelt als menschlicher Nutzmensch oder Sklave, 9 to 5, komplett eingesperrt, unfrei, sich immer danach richten zu müssen, was andere von einem wollen. Und dabei unglücklich zu werden, weil es eben dem Divine Design nicht entspricht. Und was da läuft und was es mit dir macht, das darfst du jetzt mal beobachten. Du darfst mal beobachten, ob das, was du gerade machst, wie du dich verhältst, wie du dein Leben designt hast, wie du dein Leben führst, ob es dem entspricht, was du wirklich möchtest. Ob es dem entspricht, nach was du dich sehnst. Und dann kann ich dir nur eine Nachricht geben hier. Wenn es nicht so ist, kannst du es verändern, indem du veränderst, dass du glaubst, dass du ausgeliefert bist, indem du veränderst, dass deine Sicherheit von außen kommt, indem du veränderst zu glauben, dass es auf eine andere Art und Weise, die du kennst, hi, Andrea, ja, auf eine andere Art und Weise, oh, jetzt habe ich mich hier eingesperrt mit dem Hund,
Ja, das ist auf eine andere Art und Weise, wie du es kennst, dass es nicht möglich ist. Und es gibt aber in unserem Universum, das einfach unendlich ist und auch bedingungslos ist, so viele wunderbare Möglichkeiten, wie du dein Leben gestalten und kreieren kannst. Nur musst du dir zuerst darüber klar werden, dass du eben nicht dieser Human Design, Mensch-Allein bist, mit all den Limitierungen, mit all den Bedingungen, mit all den Logiken, mit all den Regeln, sondern dass du alles selber entscheiden darfst. Du darfst selber entscheiden, wer du bist, wo du bist, nach welchen Regeln dein Erfolg, dein Leben entsteht, ob es leicht ist, ob es schwer ist, ob jemand reinreden kann, ob du es selber entscheidest. Sondern entscheidest alles du alleine. Und Divine Design heißt nur, dass in dir diese göttliche, absolut perfekte, bedingungslos in Ordnung und deswegen auch bedingungslos geliebt, ja, nicht abhängig, ja, du bist nur geliebt, wenn du so und so bist, wenn du so und so machst. Nein, in dir ist diese bedingungslos in Ordnung, perfekte, wunderbare Version vorhanden. Nur musst du sie leben, du musst gehen, du musst sie in Existenz bringen, durch deinen Körper, durch dein Leben, durch dein Verhalten, durch deine Einstellung. Und du kannst es wählen, wie das ist. Und die Christen haben das gar nicht so schlecht gemacht. Die haben gesagt, okay, da war der Jesus, das war Gottes Sohn, oder? Mensch geworden. Das Göttliche im Menschen, das ist das, was Jesus heißt. Und dann sagen sie noch, walk in Jesus. Das heißt, lebe in diesem Divine Design, das dir gegeben worden ist. Aber dazu muss ich es natürlich erstmal wissen, wie das geht. Und was die Christen halt nicht so toll machen, ist, sie bringen es in eine Abhängigkeit, die nicht wirklich existiert. Weil wenn ich Gott und Schöpfer bin, in einer menschlichen Form, dann bin ich's halt. Ja, ich bin's. Und ich bin's, wenn ich schreie, ich bin's auch, wenn ich sündige. Oder wenn ich irgendwie gerade eben sündige, tue ich ja nur, wenn ich Mensch bin. Ja, wenn ich meine, es fehlt mir was, wenn ich meine, es ist nicht unendliche Fülle da, dann mache ich diesen menschlichen Kasperletheater und probiere irgendwas zu manipulieren und zu kreieren. Und das heißt dann halt, in der christlichen Kirche heißt es Sünde, aber Gott vergibt dir ja sowieso die Sünde, weil es ganz klar ist, weil Human Design halt existiert und weil es nicht schlimm ist und macht ja nichts, sage ich halt immer, ich sage nicht, du hast jetzt gesündigt und ich vergebe dir, sondern ich sage in meinen Coachings, okay, dass dir etwas kreiert, was dir nicht gerade so gut gefällt, macht ja nichts, du kannst es verändern. Ja, also die Prinzipien des Christentums, die sind eigentlich richtig, wenn man sie richtig versteht. Die Bibel ist komplett richtig, wenn man sie richtig versteht, so wie das auch unter anderem Neville Goddard oder Florence Scovel Shinn schreiben. Nur, jetzt, wie mache ich's? Wie mache ich es im täglichen Leben? Wie mache ich es im Alltag? Wie mache ich es von morgens bis abends? Und vor allem, wie mache ich es, wenn ich jetzt hier gerade noch stehe, in meiner Human Design Kreation, fühle mich unglücklich, bin vielleicht sogar schon krank geworden, habe irgendwie Beziehungsprobleme, Liebeskummer, fühle mich nicht angenommen, komme nicht weiter, bleibe stecken. Ja, wie mache ich es? Und das ist genau das, was ich in meinen Divine Design Teachings lerne, wie du es konkret machst. Und es ist auch nicht irgendwie was ganz Spezielles, sondern es ist wirklich ein Training, wo du das alles, was du sowieso schon machst, genau so machst, dass das rauskommt, was du haben möchtest. An Gefühlen, an Außen, an materiellen Dingen, an körperlichen Dingen, an körperlicher Befindlichkeit, weil alles, was du jetzt hast und was du jetzt im Außen siehst, hast du halt auch kreiert, aber halt unbewusst durch dein Unterbewusstsein, nenn es mal so, dein unbewusstes,
Konditionierung, die du mitgenommen hast, dein unbewusstes Human Design. Und wenn du das jetzt alles einfach erhebst und dich selber erhebst ins Divine Design und diese Entscheidung triffst, dass du jetzt ab diesem Moment keine menschlichen Regeln, Beschränkungen, Zusammenhänge mehr annimmst, sondern einfach nur noch deinen Wunsch annimmst, dass dein Wunsch schon da ist, dein Wunsch schon kreiert ist, dass du die Frau bist, die in dem Wunsch lebt, dass du der Mann, der Mensch bist, der in diesem Wunsch lebt, dann musst du anfangen zu kreieren und zu konstruieren, weil du weißt, welchen Wunsch du hast, aber du weißt nicht, wer du bist in diesem Wunschleben, wer du bist, wie du denkst, wie du fühlst und wie du handelst. Und das vergessen die meisten. Diese Arbeit, diesen Aufwand, dieses Training, die machen die meisten nicht, weil es auch schwer ist, weil es wirklich genauso schwer ist, zu sagen, ich trainiere mich jetzt zu einer absoluten Top-Marathonläuferin, wenn ich mir keinen Coach gönne, wenn ich mir niemanden hole, der meine Vision für mich trägt und mich dorthin trainiert und mir einen richtig guten Trainingsplan gibt und mich bei der Stange hält und bei der Sache hält und wenn ich mal müde bin, immer wieder motiviert weiterzumachen. Und genauso ist es bei der Divine Design Reise. Es ist nicht leicht immer anzuerkennen, dass die Scheiße, die ich gerade mal da draußen sehe, tatsächlich auf meinem Mist gewachsen ist. Weil ich will es ja gar nicht. Ich will es ja, dass es anders ist. Aber das Unterbewusstsein muss halt erst noch anders trainiert werden. Und wenn ich jetzt sage, ich bin eine Marathonläuferin, jetzt, aber ich kann überhaupt keinen Marathon laufen, kann es jetzt noch nicht, ich halte es noch nicht durch, dann kann ich aber dich trotzdem mir erlauben, mich als eine Marathonläuferin zu fühlen, um mich da reinzugeben, damit ich dieses Normal für mich hier und jetzt, wo alle Zeit kollabiert ist, für mich schon zu erleben. Weil Zeit ist ja auch nur ein menschliches Konstrukt. Zeit ist Human Design. Im Divine Design, im Quantenfeld, wo die Liebe als einzige wahre Energie herrscht, gibt es auch keine Zeit, da gibt es ja eben nur noch jetzt. Nur was mache ich jetzt? Wer bin ich jetzt? Das entscheide ich immer jetzt. Also jeden Moment treffe ich eine Entscheidung, wer ich gerade jetzt bin. Anhand von dem, was ich wahrnehme. Bin ich jetzt? Wer? Wer bin ich jetzt? Ich kann es entscheiden, wer hier gerade spaziert, wer hier gerade ein Video dreht. Ich bin immer jetzt präsent. Und entweder bin ich mit meinem Kopf in meinem Human Design. Was muss ich morgen noch machen? Kann ich meine Rechnung bezahlen? Läuft mein Business? Wann habe ich wieder Urlaub? Oder ich bin in meinem Divine Design, in meinem Kopf und sage, wow, alles ist möglich. Alles kann ich mir vorstellen. Und alles, was ich mir vorstellen kann, ist deswegen möglich. Und jetzt muss ich meine Vorstellungskraft so trainieren, dass sie erstens sich Dinge vorstellt, die ich bis anhin als unmöglich fand. Und zweitens, dass sie dabei bleibt, meine Vorstellungskraft, sich diese unmöglichen Dinge, die früher unmöglich waren, für mich als möglich zu erhalten. Und so ist es mit der Gesundheit auch. Vielleicht habe ich nie eine Vorstellung von kompletter Gesundheit gehabt für mich und meinen Körper. Das muss ich mir jetzt neu kreieren. Und dann muss ich es mir implementieren als meins. Vielleicht habe ich nie Geld gehabt in meinem Leben. Das muss ich mir jetzt neu kreieren und implementieren als meins. Und so geht es mit allen Dingen. Puh. So, jetzt bin ich hier an dem See. Mega schön da vorne. Richtig fest am Schnaufen. Am euch erzählen vom Divine Design. Und ich komme jetzt zum Ende und erzähle, zeige euch nur, wie divine doch unsere ganze Natur designt ist. Da ist doch alles perfekt. Zwar sieht man hier kranke Bäume, ja. Aber wie ist es denn, wenn diese kranken Bäume eigentlich auch perfekt sind, weil es zur Natur dazugehört, zum Ablauf der Natur?
Ja, und das sind alles so Sachen, die dürfen wir uns erstmal bewusst machen. Wir dürfen uns bewusst machen, wie beschränkt wir denken und das dann aufbrechen, öffnen. Und für die, die sagen, hey, dieses Hokuspokus, das brauche ich nicht. Du brauchst kein Hokuspokus, weil du bist eh alles. Also ist alles so, wie du bist. Und wenn alles so ist, wie du bist, dann ist ja alles auch in bester Ordnung, so wie du bist. Und damit darfst du erstmal anfangen, das wirklich zu glauben und zu verkörpern. Jo, also ich zeige euch hier nochmal den See, wo ich angekommen bin. Wunderschön. Mega ruhig noch. Noch fast keine Touristen. Und jetzt möchte da mein Mädchen, mein Hundemädchen möchte sicher schwimmen gehen. Dann machen wir das jetzt mal. Okay, also ihr Lieben, kommt in meine Gruppe. Macht euch frei von all dem, was euch einschränkt, was euch nicht selbstbestimmt macht, was euch abhängig macht. Es ist alles, alles möglich. Diese Freiheit, die du immer schon erstrebt hast, die musst du dir nicht erkämpfen, die musst du nur einnehmen. Und dann ist sie da. Und ja, es ist eine geile Reise. Ich liebe sie, meine Divine Design Reise. Und glaube mir, ich war eine ziemlich frustrierte Frau. Super unglücklich, gestresst, ungeliebt, abgelehnt. War gar nicht lustig. Und ich habe mir damals gesagt, als auch mein Körper dann dementsprechend krank war, entweder wird mein Leben jetzt geil oder ich will es gar nicht. Und ich habe es geil gemacht. Also, bis dann. Tschüss.